Moin, ich bin's wieder, euer Ragnarök. Ja, der Klimawandel. Der ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird wärmer, wärmer und nochmals wärmer. Das Traurige dabei ist nur, dass die deutsche Regierung die Beweise dafür immer und immer wieder im Ausland sucht. Ja, Herr Ragnarök, da hast du vollkommen recht. In Deutschland passiert das nicht. Das passiert nur im Ausland. Nehmen wir zum Beispiel mal... Ach ja, ja, Kanada. Kanada können wir nicht. Da brennen die Wälder. Die Wälder wegen dem Klimawandel. Weißt du, Herr Ragnarök, ich kann das nämlich nicht so ganz nachvollziehen. Weil ich bin ja ein Schlauer. Ich habe Google. Und wenn ich in Google mal gucke, wann Holz anfängt zu brennen... Ja, also... Was da steht, ist eigentlich ganz eindeutig. Die thermische Zersetzung fängt schon bei 100 Grad an. Ja, 100 Grad. So ein bisschen kugeln tut's dann bei 230 Grad. Und mit Selbstentzündung von Holz, ja, die beginnt erst bei 260 Grad. So Pi mal Auge, ne? Kommt immer so ein bisschen auf Holz an. Was das ist das für ein Baum, ne? Wie viel Feuchtigkeit hat er, ne? Wie ist die Dichte? Also kann so ein bisschen schwanken. 10, 20, vielleicht auch 30 Grad. Aber dann sagen wir einfach mal, von 250 bis 300 Grad fängt so ein Baum von alleine an zu brennen. Ja, da hast du dich richtig schön schlau gemacht, Leute. Aber wenn das so wäre, dann wäre da ja keiner mehr, der darüber berichten könnte. Weil 250 Grad überlebt kein Mensch. Die werden schon bei mir. Aber ich habe auch ein Beispiel. Italien. Italien, ein tolles Land. Wenn da nicht das wäre, dass die Seen austrocknen. Die Seen trocknen aus wegen dem Klimawandel. Ja, ja. Ja, Herr Leute, nur traurig, dass die Leute, die da wohnen, sagen, das ist seit Jahrzehnten so. Wir kennen das nicht anders. Um die Jahreszeit trocknen die Seen ein bisschen aus, ne? Macht nichts. Zyklus. Alle Jahre wieder. Aber jetzt kommt noch was ganz Dickes hinterher, ne? Was ist denn mit Thailand? Gefühlte 50 Grad. Die schwitzen sich ja an Wolf. Sind es 30 bis 40 Grad? Gefühlte 50 Grad lang. Warum nicht gefühlte 70 Grad? Klingt doch viel dramatischer. Gefühlte 50 Grad. Wie kann denn das? Ja, in Thailand ist Sommer. Wir haben hier noch schon Mai. Und in Thailand ist schon Sommer. Und in Thailand ist der Sommer immer warm. 30 bis 40 Grad. Liegt nun mal eine Gegend, wo Thailand liegt. Oder? Gefühlte 50 Grad. Ja, die gefühlten 50 Grad, die kommen von der Luftfeuchtigkeit. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die macht das viel unerträglicher. Deswegen ist da so ein bisschen in Thailand wärmer gefühlt, ne? Aber ich hab noch einen. Ich hab sogar noch einen in Deutschland gefunden. Wirklich. Den klaren Beweis hier in Deutschland, dass es kein Klimawandel gibt. Und der Beweis heißt Mai 2023. Ich friere mir den Arsch ab, dank dem Klimawandel. Und gefühlt ist es noch kälter, weil auch hier ist die Luftfeuchtigkeit gerade etwas höher, wie normal im Mai. Wenn wir uns mal zurückerinnern, letztes Jahr, vorletztes Jahr, das Jahr vor vorletztem Jahr, da saß ich schon draußen, hatte einen Grill an, schön Party mit den Kumpels, hoch die Tassen und jetzt kann ich in der Bude bleiben, Heizung anmachen. Ja, ja, Erderwärmung ist schon klar. Also, liebe Politiker, guckt doch mal in die Welt. Einfach mal in die Welt gucken. Und du da draußen am Bildschirm, du könntest auch mal Google aufmachen. Und alles, was du da suchst, spricht nur für den von Menschenhand gemachten Klimawandel. Ja, ihr seid alle schuld, ihr Menschen. Ihr seid alle schuld. Und ganz besonders die Deutschen.
Die bösen, bösen Deutschen, die sind schuld. Die müssen mir jetzt alles nehmen, alles. Die dürfen nichts mehr. Nur kein CO2 mehr verbrauchen. Ja, hast du fast recht. Aber wenn die Deutschen wirklich die Welt retten wollen, dann sollten sie nicht CO2 einsparen, sondern auch CO2 rauspusten, weil das ist gut für die Pflanzen. Und dann sollten die Deutschen, weil die bezahlen ja sowieso immer alles, sollten die ganz Südamerika kaufen und die Regenwälder wieder aufforsten. Weil du kannst hier so viel einsparen, wie du willst, solange in Südamerika die Bäume fallen, wirst du überhaupt nichts ändern. Wirklich, wir müssen mehr Bäume pflanzen. Also, mach mal dein Portemonnaie auf. Genau, bezahlen, 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 kauft Südamerika und pflanzt Regenwälder. Dann hat sich das Thema Klimawandel erledigt.